Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir was ganz Spezielles geplant. Wir machen nämlich heute ein Unterwassershooting. Ob ich mich traue, ins Wasser zu gehen und ob das Foto wirklich gelingt, das seht ihr gleich im Video. Ich kann das einfach nicht. Mein Mann kann das besser. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir ein Unterwassershooting mit meiner schwangeren Frau. Ob sie sich das wirklich traut, ins Wasser zu gehen, es ist noch ziemlich kalt, das Meer. Das alles in diesem Video. Meine Rose ist ganz klar schon vergeben. Das ist die letzte meines Lebens. Die kriegt nur noch meine Frau. Aber jetzt geht's an Bord. Jetzt geht's los. This is my happy face. Was wir jetzt achten müssen ist, was wir als allerletztes machen, ist, wenn Jessie ganz im Wasser ist. Wir machen unsere Badeplattform ready. Mit der können wir dann Jessie überall hin bewegen. Ja, wir können auch ganz nah zu den Felsen gehen. Für heute haben wir uns eine clevere Konstruktion einfallen lassen. Und zwar haben wir unsere Nautiboy-Plattform heute einfach zu einem fahrenden Floß gemacht. Geh jetzt mal hier an Bord. Das Besondere bei den Nautiboy-Plattformen ist, dass die eben so konstruiert sind, dass sie super stabil sind. Also man kann auch wirklich drauf stehen. Der Seabob ist jetzt heute unser Motor. Ich kann jetzt hier ganz einfach Gas geben und einfach so lenken. Dann würde ich irgendwann dann schon sagen, okay, dann fangen wir mit den ersten Wassershots an. Dann das komplett ins Wasser gehen, auch wenn es nur am Treiben ist, auf der Oberfläche. Das machen wir und danach geht es auch direkt unter Wasser, weil man ja schon einmal komplett nass ist. Hört sich nach dem Plan an. Ja? Toll. Was eben super wichtig ist, wir haben ein paar Specials, beziehungsweise der Pablo hat zum Beispiel noch Rosenblüten besorgt. Wir haben es ein bisschen windig, deshalb haben wir diese geschützte Bucht hier gesucht. Dass wir die natürlich auch ordentlich verwenden können, müssen wir schnell sein, gutes Timing haben. Jessie ist hochschwanger, es kann jeden Moment soweit sein. Wir haben diesen Ort hier extra ausgewählt, dass wir jederzeit schnell wieder zurück im Hafen sein können. Wir haben es auch mit der Hebamme abgesprochen, das Wasser ist noch ziemlich kalt. Das kann also auch wehenfördernd sein. Alle Alarmglocken sind an. Ja. Es soll vor allem ein unvergesslicher Moment festgehalten werden. Ich persönlich träume davon, dass ich dieses Bild dann bei mir ins Büro dann groß ausdrucken kann und mein Leben lang das als die Erinnerung habe. Soll einfach heute auch ganz viel Spaß machen. Das Wasser ist ziemlich kalt, mein Schatz. Du bist auch ein bisschen nervös, merke ich gerade. Ein bisschen angespannt. Mhm. Ja. Sonst ist mal alles so schön auf dem Wasser und jetzt ist die Haut so schön warm gerade. Ja. Was viele auch nicht wissen, also wer uns damals mit Bachelorette gesehen hat, der weiß, dass die Jessie eine unglaubliche Angst vor Fischen hat. Ja, ich habe Angst. Ja, ich habe natürlich ins Wasser geschaut und ich habe natürlich auch schon recht große Fische gesehen. Und das hat nochmal bei mir was ausgelöst, wo ich echt gedacht habe, okay, ich zieh's jetzt nicht durch. Ich bin immer nur bis zu den Knien ins Meer gelaufen und dann wieder zurück. Und so im Meer schwimmen ist auch nicht eigentlich so dein Ding. Nö. Also ich mag es, auf dem Wasser zu sein. Das ist ganz schön, dass wir ein Boot haben. Aber alles andere kann ich dann auch gerne zuschauen. Aber heute werden wir gar nicht zuschauen, denn du gehst ja ins Wasser. Heute bin ich dran, ne? Mhm. Also sonst sehe ich das immer bei dir und jetzt möchte ich rein. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich ins Wasser, aber eigentlich muss ich es ja nicht. Du sondern darfst. Ich darf. Ja. Dieser Moment soll für immer und ewig für uns festgehalten werden. Aber jetzt machen wir gar nicht zu viel Druck. Wir fangen ganz langsam an und wir schauen einfach, was kommt. Ich bin mir ganz sicher, das werden die schönsten Bilder unseres Lebens. Ja. When I see you, my heart starts racing. But I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time. So stolz auf meine Jessie. Ich bin so stolz. Es war echt auch kalt. Ja, richtig kalt. Aber wie gesagt, also wenn man einmal im Wasser ist, also auch wenn das jeder zu mir gesagt hat, wenn du einmal im Wasser bist, dann geht's. Ich habe jeden für bekloppt gehalten, dass man das Wasser hier
angenehm findet. Aber nach einer Zeit ist es wirklich angenehm und es geht einfach. Du warst jetzt fast eine Dreiviertelstunde im Wasser. Ja. Ich bin am meisten stolz, dass du so deine Ängste überwunden hast. Also Jesse hat wirklich Angst im tiefen Wasser. Ja, aber erinnerst du dich an unser erstes Date im Wasser? Unser Dream-Date war damals auf Mauritius und da mussten wir auch unter Wasser, hat mir dann so eine Sauglocke auf. Ja. Und damals habe ich ja schon das erste Mal einen Heiratsantrag gemacht. Ja. So eine Muschel. Das war echt süß. Ich war nie so ein Meeresfan. Also ich liebe das Meer auf dem Boot und das ist alles ganz toll. Aber so Tauchen und so, das war nie meins. Also ich habe es immer gern beobachtet und gern gesehen. Und ich bin auch super stolz drauf, dass du das alles so liebst. Aber ich war super froh, dass ich einen Seabob dabei hatte, weil mit dem Seabob war ich irgendwie sicherer. Es hat sich wohler angefühlt, also besser angefühlt, sicherer angefühlt. Und gibt dir halt so Sicherheit, weil du konntest dich halt immer festhalten irgendwo und man konnte sich auch mal so mal kurz aufrichten. Ich hatte so das Gefühl, dass ich nicht alleine bin. Normalerweise, wenn ich dich im Arm habe, im Meer, dann fühle ich mich auch sicherer. Und wenn ich dann halt alleine wäre, fühle ich mich dann nicht so sicher. Mit dem Seabob war das anders. Da brauchte ich dich wieder nicht. Ja, damit sind wir auch schon am Ende des Videos. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, was für spektakuläre Bilder entstanden sind. Und die Bilder des Tages, die kommen ja. Ende!